Wir machen uns mal wieder auf den Weg in den 21. Wiener Gemeindebezirk. Das ist Floridsdorf und da ein Teil davon ist die Leopoldau. Und da ist das gleichnamige Brauhandwerk zu Hause. Was die für ein Bier jetzt heute mitgebracht haben, das erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlichst willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch allen sehr, sehr gut und ihr seid lustig und bereit für das heutige Bier, zu dem ich tatsächlich versucht habe, ein bisschen was zu recherchieren, außer das, was auf der Flasche draufsteht. Ich habe nichts gefunden, nicht mal auf der Homepage der Brauerei war dieses Bier zu finden. Und insofern bin ich vielleicht ein bisschen verwirrt. Sollte ich tatsächlich der Erste sein, der dieses Bier vorstellt? Ich mache das natürlich gerne. Und zwar ist das das leichte Dunkle vom Leopoldauer Brauhandwerk. Das hatte ich, glaube ich, schon erwähnt. Und wir haben ein untergäriges Lagerbier, dunkel, Wassergersten, Malz, Hopfen, Hefe, soweit so gut, Stammwürze, 11 Plato, 4,3 vom Alkohol, 20 Bittereinheiten. Das klingt tatsächlich nach einem Session Dark Lager, wie immer man das nennen will. Und wir schauen einfach mal, was wir da zustande bringen. Oder was die Leopoldauer zustande gebracht haben, vielmehr. Also farblich, hallo! Das ist doch mal überraschend. Eine schöne bräunliche Farbe mit rubinroten Reflexen, ein bisschen Orange auch dabei. Schaum, der schön am Glas hängt, nicht so intensiv, das war nicht mal ganz ein Finger, hat auch einen leicht beigen Einschlag. Wir haben eine leichte Naturtrübung. Kohlensäure sehe ich jetzt wenig. Schauen wir, was die Nase dazu sagt. Ja, wir haben dunkles Malz. Das war fast zu erwarten. Leichte Röstnoten auch mit drin. Aber nur minimal. Vielleicht ist es auch eher eine schwere Süße, mit der ich das jetzt gerade verwechsel. Es hat schon so eine etwas molassige Nase. Und vielleicht bin ich jetzt auch ganz am falschen Dampfer. Wir werden es gleich rausfinden. Cheers! Naja, es ging schon ein bisschen in die Richtung. Wenig Röstmalz. Also da müssen wir ein bisschen vom Gas gehen. Hat aber schöne, viele dunkle Malze mit dabei, die zu einer entsprechenden karamelligen Note kommen. Tolle Karamellnote für ein Bier, was tatsächlich nur 4,3 haben wir gesagt, oder? Ja, 4,3 Volumenprozent hat. Die bittere mit 20 Bittereinheiten. Ich habe kurz Zeitgedächtnis, der Wahnsinn. 20 Bittereinheiten, spielt tatsächlich bei dem Bier kaum eine Rolle. Schwingt so im Hintergrund ein bisschen mit. Aber natürlich sind die dunklen, malzigen Noten das, was dieses Bier am Leben hält. Und es ist erstaunlich süffig. Also es geht eher für meine Begriffe so ein bisschen in dieses Bayerisch-Dunkel rein. Hat einfach schöne, malzige Noten, aber die gehen eben nicht zu Lasten der Süffigkeit, sondern ganz im Gegenteil, das ist ein schönes, dunkles Bier, was man tatsächlich einfach so mittrinken kann. Ganz leichte, fruchtige Noten vielleicht noch mit drin, so ein bisschen rote Beeren, aber das auch wieder so ein Bay-Aroma, was eher im Hintergrund mitschwingt und nicht zu dominant im Vordergrund steht. Sehr schlank im Körper, Kohlensäure ein bisschen zurückhaltender, wie gesagt, sehr, sehr süffig und hinten raus ist es dann tatsächlich schnell vorbei. Das Einzige, was vielleicht minimal hängen bleibt, ist so eine schöne, leichte, karamellige Malznote, die dann aber auch nicht allzu lange anhält. Also, ein schöner Vertreter eines viel zu seltenen Bierstiles, zumindest hier in Österreich, das leichte Dunkle vom Leopoldauer Brauhandwerk von ProbierTV gibt es dafür 3,5 Punkte für das leichte Dunkle aus dem Hause Leopoldauer Brauhandwerk aus dem 21. Wiener Gemeindebezirk. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was mit diesem Bier passiert. Ob ich der Letzte bin oder der Erste bin, der es zu trinken bekommt. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall haltet mal die Augen danach auf bei
dem Bierstore Vienna bzw. bei den Bierlovers in Wien oder auch auf der Homepage der Brauerei selber wird es dann möglicherweise angekündigt werden bzw. im Sortiment der Läden zu haben sein. Dann sage ich an dieser Stelle danke fürs Zuschauen, freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Bis dahin, tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.